Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir Route 3 abgeschlossen und sind jetzt hier direkt vor diesem Tunnel und da wollen wir jetzt durchgehen, ne? Und ja, gucken wir mal. Hier, so sieht unser Team aus. Schön und wunderschön, ne? Ich habe zu viel Rot irgendwie, mein Team, habe ich so Gefühl. Aber ja, gut. Gucken wir mal. Wir können immer wieder jeden zurück und sein, das ist schon mal gut. Und hier gehen jetzt mal durch. Der Metal Mario Master ist diesmal nicht dabei und weiß ich nicht. Kommt, wir fangen mal was. Fangen wir den Part mal mit einem Fang an. Okay, gut. Also muss ich Flora, glaube ich, irgendwie hochleveln. Du bist Psycho und Flug. Flug ist nicht sehr effektiv gegen, also Pflanze ist nicht sehr effektiv gegen Flug. Ja, und die Initiative hat sich von 8 auf was noch immer erhöht. Ich weiß gar nicht, wie hoch das sich erhöhen würde. Und ja, Turbodreher. So, da kam ja ein Speicherpunkt. Speicherpunkt. Ich komme gerade aus Jedi Fallen Order, also wo man so Meditationspunkte hat, um sich hochzuheilen, da war ein Volltreffer. Oh ja, ich meine ein Pokémon Center natürlich. Also ja, ich habe wortwörtlich vor 5 Minuten gerade noch mein anderes Projekt aufgenommen. Also ja, wenn ich vielleicht mal ein bisschen mit meinen Gedanken woanders. Ah ja, wir spielen jetzt Pokémon und wir fangen jetzt dieses Fellknäuel. Aber warum nicht? Ich weiß, es heißt Fleckneu. Gott. Ach so, ich kann aber. Ich habe Schild so halbwegs bis zu diesem Punkt gespielt. Ich habe noch nicht die Trainer auf Route 3 erledigt, aber bin kurz davor. Und ich bin über, also nicht Sidequest, sag ich mal, gestolpert. Mit so ein Kind geredet, vermisst irgendwie ein Pokémon. Habe ich noch nicht gefunden, aber herzgeförmige Flecken auf der Decke einer Höhe sind echt sichere Zeichen, dass sie von Fleckneu überaus werden. Ich habe jetzt vergessen, was für ein Pokémon die am Suchen waren, aber irgendein Pokémon waren ja auf der Suche. Ich habe die ganze Stadt irgendwie abgesucht, habe aber nicht gefunden, wo sich dieses Pokémon befindet. Also ja, da halten wir uns noch so offen, ne? So, rein da. Was gibt's denn noch? Kiesling. Hatte ich einen Kiesling gefangen im letzten Part? Ich weiß ja gar nicht mehr. Praktibike. Empfohlene Pokémon. Das glaubst aber nur du. So, und ich habe voll vergessen, man kann im Pokédex hier nachgucken. Na, guck mal hier, Feuerkäfer ist Thermopod. Also, ja, nicht Elektrokäfer, Feuerkäfer. So wie ich das gedacht hätte. So, ich kann einfach in das Ding hier reingehen und gucken, ob ich das habe. Ja, lass mal. Ja, du renn mich weg. Renn du doch weg, vor allem dein Problem. So, hier haben wir halt gemacht, glaube ich. Gut. Dich haben wir, glaube ich, noch nicht. Da kümmern wir uns erstmal um dich. Ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinem Pokémon. Ist gut. Arbeiterin Luisa fordert dich heraus. Ich finde halt so gut, wie jeder Kampf irgendwie voll episch dargestellt wird. Die Musik ist auch richtig gut. So, Kratzer. Dürfte nicht so viel. Er hat Dicta. Dicta hat nur einen immensen Initiativwert. Alles andere ist nicht so. Ja, ich meine, selbst wenn Flora ja schon das Ding kaputt haut, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Rotomorph. Ich glaube, war Stahl und Boden, ne? Müsste Rasierblatt ja neutral sein, ne? Gott. Flora, setz Wolfflaum ein. Ich wollte so was wie Genesung, also so führt wäre richtig gut. Das ist sehr effektiv, okay. Bist du noch nicht Stahl? Ich meine, das Ding ist Stahl, wenn es sich weiterentwickelt. Okay. Rasierblatt. Sehr effektiv, du. Ja.
Und schön. Eine Pokémon will sich vor allem mein Team machen. Ich klaue sie mir. Was? Hier Pokémon, die ordentlich mit anpacken können. Oh Gott, oh Gott. Boah, ich habe jetzt nicht auf. Was hatte ich das Ding jetzt oder nicht? Egal. Machen wir jetzt mal Trainer ja platt. Ich bin sein Äther. Wie hast du mich nicht gesehen? Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr durchfallen und andere Objekte beeinflusst, die auf dem Boden liegen. Was? Was für Dinger? Warte mal, sind da Klamotten, die ich ausrüsten muss? Ausrüsten, die ich anziehen muss? Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Was finde ich? Ein Trainer. Ist doch viel besser. Guck mich mal an. Ich bin handsome. Ich habe außerdem ein Schild herausgefunden, dass die Arena-Leiter anders sind. Man hat andere Arena-Leiter in Schild. Ich glaube, zwei Arena-Leiter waren anders. Was irgendwie interessant war. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Ich meine, in Schild hat man irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das ein Mädchen und Junge war. Genau, der oder die hatte irgendwie eine Maske auf, war irgendwie Geist-Pokémon-Trainer. Und so eine Frau mit einem Kleid, die war irgendwie Eis-Pokémon-Trainerin. Ich glaube, die beiden gab es irgendwie nicht in diesem Spiel. Also da ist mal interessant, also was mindestens zwei andere Arena-Leiter. Das ist doch auch was, ne? Da oben. Level 17. Emil wurde besiegt. Ja, mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch rumreißen können. Wenn du Item findest, dann benutzt sie auch. Dieses Item ist quasi ein Geschenk von einem Unbekannten da draußen. Ja, der es verloren hat. Wo du das schon ansprichst. Oh, mein Nachbarin dreht schon wieder am Rad. So, ich habe glaube ich nichts zum. Ja, ich will jetzt nicht gerne ausprobieren, ob ich schaff die bald schon ab oder nicht, weil ich Co. an erster Stelle habe. Und das wird sehr wehtun. Hey, dich kann man doch. Hi. Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an der Stelle noch mal gut überlegen. Mir kommt kein Trainer, der im Besitz als Wunschstern ist, ungeschoren vorbei. Ach ja, wollen wir doch mal sehen, du. Are you approaching me? I can't beat the crap out of you if I don't get close enough. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hör mal gut zu, der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Was jetzt gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Gelegenheit jetzt, meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Na, komm mal her. Pokémon-Trainer Bettys fordert dich heraus. Jetzt bin ich komplett verwirrt, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Monozyto. Oh, wie praktisch. Ich habe gerade zufällig ein Unlicht-Pokémon drin. Und ich müsste mal nachgucken, war jetzt Kuro physisch oder... Spezialangriff, okay. Also eine Standpauke halte ich dir jetzt. Soll. Pass mal auf, du Kleiner. Hi. Muss sein Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen. Notsituation. What? Kuro, du musst ein bisschen was irgendwie, weiß ich nicht, reißen können. So, boom. Primova. Du bist neu. Wo war er schaudert?
der Gesichtsausdruck. Flora, ich weiß nicht, was du von Pokémon bist. Ich würde dich als Geist, Psycho-Pokémon einschätzen. Irgendwie aus, als würdest du so Zipfel mit zu Hause tragen. Am besten teste ich mal an dir die Attacke, die mir in letzter Zeit so fasziniert. Säuselstimme. Autsch. Okay, ist das bei jedem Angriff so? Na, pass mal auf, du Gesang. Oh nee. Stimmt, Psycho-Pokémon, ne? Gott. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Mit dem Mario Master, der Facepoint hier schon wieder hat, wenn er sowas sieht. Ah, aber meine Pokémon nicht so stark sind wie seine, obwohl er schon, weiß nicht, zwei Orden hat oder irgendwie sowas. Wer hätte gedacht, meine Pokémon sind nicht so stark wie den seine? Hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Dafür bin ich in Fire Emblem Three Houses weiter als so. Und ich habe auch Octopath Traveler durchgespielt im Gegensatz zu dir. So, jetzt habe ich es gesagt. Wer hätte das gedacht, wenn jemand ein Spiel länger spielt als ich, dann ist er weiter. Ah, okay, ich sag ja nichts dazu. Ich... Bist du normal? Komm. Ne, du bist Psycho. Muss es ja herausfinden. Mit dem Mario Master wusste sofort, was für ein Typ das ist. Okay, weiter. Mal genug hier rumgeritten. Habe ich irgendwie einen Supertrank oder so? Also was hier, Kuro? Aber ich wechsle dich mal ein. Ich weiß, ich gehe voll hin und her mit meinem Team gerade, aber und auch um wieder um was anzusprechen, was der Metal Mario was gesagt hat. Mein Team ist voll schwach. Aber ja. Aber was sagt das über mich aus, wenn ich mit einem voll schwachen Team irgendwie das Spiel durchspiele? Ja, muss ich mich an Fire Emblem Three Houses zurückdenken. Muss niemand verstehen, aber okay, so, bitte setzt noch ein Psycho-Pokémon ein. Aber was habe ich mir nur dabei gedacht? Lass mir die Sache einfach schnell beenden. Hast du überhaupt eine Uhr an gerade? So, Molomerba, du bist auf jeden Fall Psycho. Ich hatte mal in meinem Team. Vielleicht viel schon greifen sollen. Du kostet eine sehr viel niedrigere Verteidigung. Unbeugsam. Oh, what? Okay, klappt. So viel dazu. Ha, meine Spezialangriff geht durch die Decke. Los, jetzt klappt ein. Sehr effektiv. Und da ist er weg. So. Ja, vielleicht genau. Ich will nicht mein Team haben. Ah, verstehe, na soll's, ich habe ja auch nicht ernst gemacht. Genau. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns jetzt in einen offiziellen Kampf gehen, hast du keine Chance gegen mich. Hier machst du, ich habe alle Wünsche, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Wenn du glaubst, du hast meine Strategie durchschaut, dann liegst du voll daneben. Ich weiß noch nicht mal, was meine Strategie ist. So, ich renne jetzt nicht zurück zum Eingang, weil ich jetzt mal annehme, dass ich irgendwo rauskomme, wo ich geheilt werde oder so. Oder vielleicht in der Stadt bin. Und da ist ein Trainer, ne? Aber bitte sag mir, du heilst mich. Ja, meine Großschwester und ich betreiben ein eigenes mobiles Pokémon-Center. Ich will dich heilen, boom. Dein See schon, Pokémon-Center. Alles klar. Du raus aus meinem Team. Wie kannst du es wagen, ey? Kannst du es wagen, auch nur den Platz von einem potenziellen zukünftigen Pokémon hier zu besetzen? Ach, rot wir, da ist ein Camping Cent. Machen wir erstmal ein paar Leute hier platt. Machen wir erstmal den Baum hier platt. Stirb, Baum. Du gehörst nicht in diese Welt. Ne.
Ich meine, warum sollte man nicht irgendwie alles hier so lange schütteln, bis was runterkommt? Wenn du Glück hast, kommt ein Pokémon noch runter, verliert halt ein paar Bären. Ja, mein Gott. Das ist ja nicht so schlimm, Level 15. Ah. Oh nein, all meine Arena-Bären. Aber ich habe noch immer 5. Da sehe ich ein Kind im Pikachu-Kostüm. Okay, geweckt, dieser Hund verfolgt mich. Ich nehme mein Pokémon-Team beim Kämpfen. Der letzte Schliff ist dann ein Kampf gegen dich. Pokémon-Züchter. Alex. Alex. Mauzi. Was zum... Was ist denn für ein Mauzi? Was? Okay. Okay, ich kenne doch jetzt hier Alola Mauzi, aber was ist das denn? Das Galar Mauzi? Warum gibt es noch eine Version von Mauzi? Was? Ja, richtig krass aus der Teil. So ein Vollbart und so. Samurzel. Ja. Das Nuzlocke Pokémon. Also die Entwicklung davon. Nuzlocke. Das Problem ist, ich habe so Gefühl, ich kenne einige Pokémon, glaube ich, eher mit englischen Namen statt deutschen. Weil ich so viel Let's Plays und weiß nicht. Romhex und so was alles gezockt habe. Bei mir sitzen einige Pokémon wahrscheinlich nur mit englischen Namen. Sagen mir manchmal einige Namen auch nichts. Das ist furchtbar. Ja. Oh, warte mal, das könnte gefährlich werden. Also was? Igni, komm mal. Das Gefühl, ich müsste ich so ein, zwei Level höher machen als den Rest. Oh. Super Schall. Ich sehe jetzt irgendwie nicht einer getroffen. Also Super Schall hat nicht so eine große Treffergenauigkeit. Okay. Den. Konfusion. Der Angriff, der jeden irgendwie durch die erste Arena in der ersten Generation gebracht hat. Wenn man Glumanda gewählt hat. Oh Mann. Das hat sich vor Verwirrung selbst geschlagen. Setz Glut ein. Ich soll mich selbst schlagen. Nein, setz Glut ein. Okay, ich schlag mich selber. Warum? Jetzt hat Ding auch noch schneller. Naja, der Fahnenschutz angesetzt. Ne? So, ich bin nicht mal verwirrt. Weißt du, was das bedeutet? Ich verbrenne dich jetzt. Ich nehme deine Flügel irgendwo in den Schaukasten. Ja. Oh, da war eine Menge Erfahrungspunkte. Nitro-Ladung. Das ist ein physischer Angriff. Sammelt seine Energie und wird dadurch eine eigene Initiative. Ja. Immer anstatt. Ja, boah, ich habe zu Keep, da zieht genau. Ja, zieht genauso viel wie Bitte. Habe ich einen physischen und einen Spezialangriff. Die Sachen Feuer. Kora erreicht Level 18. Oh, Alex wurde besiegt. Ich dachte, wir wären bereits vorbereitet. Oh yeah. Ich wusste es doch. Level 18 bestimmt. Kuro ist jetzt volljährig. Gucken, was sich verwandelt. Oh, awesome. Kuro hat sich zu einem Garnux entwickelt. Das Teil sieht cool aus. Fuchs-Pokémon. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Goku und stiehlt es, wenn sich die Gelegenheit bietet. Sieht aus wie irgendwie, weiß nicht, wie Zorro. Ich weiß nicht, Zorro irgendwie von One Piece. Ich meine Zorro. So, Raub. Gewissheit. Wie schnell bist du? Oh, ich sehe jetzt sogar, wie schnell du bist. Spezialangriff ist 38. Warum kriege ich einen physischen Angriff? Aber ich muss den Angriff haben. Hallo, das ist ein Klepp, die Fuchs.
oder Galaux oder wie auch immer jetzt hieß. Ding ist immer, oder? Wir haben so viele leckere Sachen gegessen, viel mehr miteinander gespielt. Wie soll man bitte schon noch effektiver Camping trainieren? Ja, oh. Energiestaub. Eine Portion Energiestaub, nicht ein, weil nicht eine, ein Haufen. Erstmal durch die Nase ziehen so. So, man hat eigentlich von Fähigkeit. Entlastung, wenn das von ihm getragen ein verwendet wird oder verloren geht, dies seine Initiative. Oh. Eine Initiative ist voll Kacke. Also das Ding sieht gut aus. Ich hoffe, du verweilst dich auch mal schön. Mein Gott, das Ding sieht voll aus wie so ein Sir irgendwie. Bonjour. Bonjour, mon ami, du. Okay. Ich habe das letzte Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe, war irgendwie so ein Romac, der hieß Pokémon Vega. Was ein unglaublich schweres Spiel ist und oh, war Luigi bei ihr? Nein, komm, ich wollte eigentlich nicht. Was? Wo bist du hin? Ein Hokumel erscheint. Bist du für eine Delikatesse? Ich wollte eigentlich nicht angreifen übrigens. Könntest du sein? Keine Ahnung. Pflanze. Aus wie so ein Pudding. Wie gesagt, ich habe Pokémon Vega gespielt. Da könnte mal bei YouTube eingehen. Das ist so ein unglaublich schwieriges Spiel, ey. Boah. Die Arena-Leiter, die sind so unglaublich stark. Der zweite Arena-Leiter irgendwie Noctchan hat irgendwie voll die miese Coverage hat. Also Attacken irgendwie, die wirklich alles vernichten können und so. Das richtig gemein ist, die Pokémon-Trainer und die wilden Pokémon sind alle furchtbar unterlevelt. Und die Arena-Leiter sind einfach, weil nicht 20 Level über denen. Du kannst nicht vernünftig trainieren. Das ist sowas von Kacke. Und ja. Und in dem Spiel gibt es auch irgendwie eigene Pokémon, also selbst erstellte Fee. Sein Körper besteht aus Sahne. Es entstand aus einer Ansammlung aus süßer Geruchspartikel in der Luft. Okay. Manchmal vergesse ich, dass Fee ein Ding ist irgendwie. Ich komme auch aus der Generation, wo Fee noch gar nicht existierte. Ja, Fee gab es nicht schon immer. Ich will gegen dich kämpfen, du. Ein Pikachu-Kostüm sieht echt total echt aus, oder? Gib's ruhig zu. Und ja, weiß nicht. Ryan. Und diese erfundenen Pokémon, die in diesem Spiel vorkamen, oh, was eine Überraschung. Die sehen, weiß nicht, die ersten Formen sehen noch halbwegs gut aus, aber sobald die sich entwickeln, sehen die alle potthässlich aus. Ey. Deswegen hoffe ich, die Entwicklungen in diesem Spiel werden besser aussehen. Weil es halt offizielle Entwicklungen sind, ne? Also nicht. Da irgendwie so ein Pokémon sah aus wie so sah aus wie so ein kleiner Superheld irgendwie. Er halt entwickelt sich, weil nicht. Da verwandelt sich irgendwie so ein Ding, hat sich in einen Krug irgendwie versteckt und so. Also, boah. Richtig kacke. So. So, bitte aktivieren die Statik. Der wird so gibt eine auch das noch. Mein Gott, ich sehe gerade, wie groß Pikachu im Vergleich zu dem Typen ist. Ey. So, bitte entwickel dich auch. Verteidigung 3, weil das Ding wird so tanky sein. Ne? PK, so klingt der Junge. Ne? Okay, hat sich nicht entwickelt. Okay. Hi. So. Du raus aus meinem Team, ey. Wie kommst du denn schon wieder da rein, ey? Alles klar. Fritzeblitz können wir ja auch noch mal versuchen zu fangen, ne? Ich würde jetzt endlich mal irgendwie so. Sind das für Löcher? Wann erledigt das?
Was ist das denn? Ach, bist du ein Mauzi? Gott. Ein Mauzi-Bild erscheint. Ich würde mal gern wissen, was deine Geschichte ist, ey. Gut. Dürfte dich nicht erledigen. Oder vielleicht doch. Weil du anscheinend irgendwie anfällig gegen Feuer bist. Was? So Pflanze oder was? Oder Fee? Ja, das sieht, der Teil sieht definitiv nach Fee aus, ne? Hey Pikachu, aber ich habe Pikachu, ich habe einen Pikachu gefunden. Und Leute haben sich beschwert, irgendwie, dass verfolgbare Pokémon irgendwie voll einfach sind, ey. So Leute, Pokémon, die auf der Karte rumlaufen, weil ich das irgendwie stressiger als wenn irgendwie was für ein Typ bist du? Stahl, bist du Stahl? Normale Attacken bringen nichts, Feuer ist effektiv, du musst Stahl sein, ne? Alter. Oh, normal Stahl oder irgendwie sowas. Oh, Zahltag. Gib mir Geld. Würde ich auch mal gerne jemanden beibringen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Cap die Fuchs nicht lernen kann. Wäre auch perfekt. So. Ja, mach mal ruhig weiter. Weil sind Münzen verscheut. Alles Geld. Alles meins. Das ist nicht sehr effektiv. Heuloch. Alles klar. So, fangen wir mal. Wenn ich dich wahrscheinlich nie benutzen werde. Was mein Gedächtnis am liebsten löschen würde. Hier ist irgendwie der Bart, der mich irgendwie irritiert. Ja. Stahl. Das Leben bei einem kriegerischen Seefahrervolk hat stärker gemacht. Manche Stellen an seinem Körper wandelt es dabei zu Eisen. Also an Stahl ist jetzt nicht das erste, was ich gedacht hätte, nachdem ich deinen Bart gesehen habe. Und ich wollte, du hast echt gar keine Zeit irgendwie zu gucken, was läuft hier eigentlich alles herum, ey. Da kommt schon irgendwie was zugerannt. Aber egal, dich habe ich auch noch nicht, also komm her. Okay, reicht. Weißt du, es gab mal eine Zeit, da habe ich einfach Pokébälle geworfen, ohne die Pokémon zu schwächen. Ja, einfach Pokémon gesehen, oder will ich haben, Pokéball werfen. Weiß ich nicht. Ich meine, so haben mir viele irgendwie das beigebracht, ne? Wenn ein Pokémon rot irgendwie, wenn dir jemand zeigt, wie man Pokémon fängt, dann sieht man einfach nur so einen alten Mann, der sieht ein Horndio, geht direkt auf Items, wirft den Pokéball gefangen. Ne? So geht das. Der Champion auch, der hat einfach nur, ich weiß nicht, ich glaube die Szene kam gar nicht in diesem Projekt, ne? Aber ein Schild habe ich die gesehen irgendwie. Hat der Champ irgendwie gezeigt, wie man Pokémon fängt. Der hat ein Pokémon gesehen, hat der gefangen, hat dann Pokéball geworfen, der hat direkt gefangen. Sein Feldspeicher des Startschild Elektrizität für spätere Entladung baut sich ein Sturm zusammen. Hätte jetzt Funken. Was eigentlich voll irreführende Informationen sind, ne? Ich meine, so fängt man keine Pokémon. Wird doch überall eingerichtet, du sollst erst Pokémon schwächen. Und dann sollst du. Oh. Und dann sollst du einen Pokéball werfen, aber nein. Im allerersten Spiel, wie wird es eigentlich beigebracht? Ein alter Mann geht in den Kampf, Hornio. Siehst du dieses Hornio? Siehst du diesen Pokéball? Ich werfe ihn darauf. Gefangen. Fertig. So. Muss nicht schwächen. Nee, nee. Aber ich glaube, der sagt direkt danach, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, Pokémon zu fangen, wenn du sie schwächst. Also ja. So. Nein. Gut, alles klar. Ist ein Blatt für diesen Part, ne? Ich kann mal in diesem Camping-Set hier noch mal vorbeischauen, ne? Hi. Ich gemeinsam spiele und koche mein Pokémon, wenn Pokémon zutraut. Ich habe, wenn du Lust hast, kannst du ein Pokémon einen Besuch abstatten. Mareike. Amado. Ja, ey, guck mal.
Guten Tag, Pikal. Prügelt sich gerne, nicht wahr? Guten Tag. Creme fraiche hat das Wesen frech. Ist das nicht toll? Schön. Bronzong. Oder dieses Bienen oder was auch immer Pokémon. So. Currydex ansehen. Schlag fürs Frikadellengrill. Sämtliche Frikadellen lassen sich hervorragend mit den scharfen Curry so kombinieren. Ich will kochen. Hast du mit Marei gekochen? Jetzt wird gekocht. Haltet euch fest. So, wir machen einen Sinnelbeeren-Eintopf. So. Ich tue meinen inneren Rocco ja irgendwie fokussieren. Brumm. Und was auch immer das war. Also. Ich denke nur, was die beiden sich wohl denken, was ich hier gerade mache. Das darf nicht anbrennen, deswegen habt ihr halt Feuer gesehen, als ich gemacht habe. Ist ja wie hart ich hier kochen muss dafür. Boah. Bonk. Hoho. Guten Appetit. Keine Ahnung, da kommen irgendwie Funken raus. Ist das ein gutes Zeichen? Scharfes Spaghetti Curry. Oh. Okay, ich jetzt alles. Gute Klasse, Hokumi. LKP wurden hergestellt, Staatsproblem behoben. Deine Team haben viele Erfahrungspunkte erhalten. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube, du kriegst jetzt schon, okay, da waren jetzt nicht viele Erfahrungspunkte, aber du kriegst das schon von allen möglichen Quellen her. Erfahrungspunkte, so wie du fängst ein Pokémon, kriegst Erfahrungspunkte. Dein ganzes Team kriegt Erfahrungspunkte. Also, warum soll ich jetzt noch extra. Pokémon Schild habe ich, glaube ich, irgendwie einen Gegenstand gefunden, der irgendwie Erfahrungspunkte gibt. Also, ich glaube, Erfahrungspunkte sind wir ja irgendwie bedient in dem Spiel. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch extra kochen will oder so. Aber ja, gut, würde ich sagen. Also, für diese Folge, in dieser Folge gehen wir mal durch Route 4, durch den Rest von Route 4 und gucken mal, was da für eine Stadt ist. Turffield hieß das, glaube ich, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Bitte lassen ein Abo, ein Like oder ein Kommentar, wenn euch dabei gefallen hat. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.